Willkommen zurück bei City Skylines. Wir brauchen wieder ein bisschen mehr Industrie, das haben wir jetzt schon gemacht in der letzten Folge. Aber wir brauchen auch Strom. Und wir brauchen trotzdem auch Parks. Ich mache das jetzt trotzdem einfach mal. Da kriegen wir dann wahrscheinlich auch den Strom hier erstmal schön in die Mitte geführt. Wobei das wird jetzt auch schon langsam voll. Das müsste eigentlich alles hinhauen. Und die kleinen Parks, die kosten halt nicht viel, deswegen setze ich die einfach gern. Von mir ist auch ein bisschen zu viel. So, Strom fehlt noch, aber es kommt. Achso, es fehlt überhaupt Strom, sehe ich gerade. So, komm, dann kannst du dich hier langsam rumfuttern mit dem Strom. Hier oben noch irgendwo ein Gebäude und dann hat sich die Sache. Denn es hat sich nämlich letztens herausgestellt, dass wir tatsächlich zu wenig Industrie haben, dass die Produkte halt hergestellt werden und dann auch irgendwo verkauft werden können. 48.000 Einwohnergrenze haben wir eben durchbrochen. Na komm schon mit dem Strom, jetzt mach doch mal. Bau hier unten halt nochmal irgendwas hin, mir auch egal. Ah ne, jetzt, oder? Gut, so. Dachte, da kam noch was dazu. Jetzt reicht's aber für den Strom. Jawohl, alle sind zufrieden und glücklich. Wunderbar. Wie sieht es denn eigentlich hierbei aus? Stufe 2, Stufe 3. Bürogebäude haben wir noch nicht. Wir kommen langsam in Fahrt. Forstwirtschaft hat ganz schön abgebaut. Es fehlt an Leuten, die hier arbeiten. Was macht der hier? Ja, 83 ist okay. Mal hier drüben haben wir noch gar keine U-Bahn-Linien. Da müssen wir mal ran. Ich hätte schon gern die ganze Stadt unterkellert mit U-Bahn. Das mal anders. Wir bauen dafür einfach mal eine extra Linie. So. Gehen halt die schönen großen Häuser flöten. Naja, habt euch nicht so. Hier unten, die meckern schon wieder rum. Ha! Genau reingepasst. So, da können wir hier unten die ruhig mitnehmen. Dass wir wenigstens eine Verbindung haben, die hier oben auch. Und dann können wir die schon wieder zurückführen. Okay, wunderbar. Hier unten wird fleißig gestorben. Ist ja nicht so schlimm, da unten auch. Okay, eventuell müssten wir da doch mal gucken. So, Linie abgeschlossen und direkt noch eine neue hinterher. Zwei neue Linien, die schauen wir uns direkt mal an. Ein kleines bisschen zurückgegangen, aber die Touristen sind dafür angestiegen. Das sind ein paar mehr geworden. So.
So, reicht. Bezeichnung Obstgarten reicht für eine Straßenbahnlinie. Und das wollte ich gucken. Genau hier wird irgendwo gestorben. Die fühlen sich nicht so wohl. Brauche ich hier meine Arztpraxis überall hin. Wie sieht es denn eigentlich mit denen hier aus? Sind die jetzt langsam mal leer? Die entleeren sich immer noch. Aber das dauert halt so lange. Tja, und ich hoffe, hier werden dann Waren produziert. Da fehlt es immer noch an Leuten, die hier arbeiten. Da brennt es. Habe ich hier nicht eine Feuerwehr? Doch, da wird auch fleißig gelöscht. Sehr gut, der hier vorne hat das Schild angespritzt. Auch nicht schlecht. So, dann können wir wieder neue Bewohner in die Stadt locken. Hier wird nämlich langsam, aber sicher echt alles voll. Guck mal, kaum ausgewiesen, schon kommen sie reingestürmt. Ja, ich denke, da kann ich hier oben auch die Strommasten wegnehmen, die ich letztens gebaut habe für die Straßenbahnlinie. Ah ne, komm, hier ringsrum nicht. Da bauen wir ein paar Bäume hin. Tja, da haben wir dann halt mitten in der Stadt einfach mal einen Bahnhof. Haben wir noch hier oben? Können wir mal wieder neue Bäume anpflanzen. Obwohl, das Gebiet um den Bahnhof lasse ich doch mal frei. So. Ich denke, das reicht erstmal wieder. Wir müssen nämlich hier oben immer noch das Gebiet müssen wir noch voll mit diesen großen Wohnhäusern vollkriegen. Okay, wir wollten ein paar Bäume pflanzen. Machen wir direkt. Wo ist denn der Bahnhof? Hier unten. Hui. So. Ein paar kleine Büsche noch dazu. Wo war denn der ganz große Baum? War das der hier? Ja. Passt da auch noch der ein oder andere rein. So, hier kann auch noch alles begrünt werden. Ah genau, hier guck mal an der Autobahn, das könnten wir eigentlich auch mal machen. Ich habe jetzt die Mod installiert, dass wir hier theoretisch unendlich viele Bäume anpflanzen können. So, das sieht schon ganz geil aus, das gefällt mir. Und hier hinten die Bäume, wir können ja erstmal alles voll pflastern mit Bäumen, die gehen ja dann weg, wenn sich dann Gebäude bilden. Von daher kein Problem, ich hoffe. Performance-technisch dürfte das nicht so einen riesen Unterschied machen. Ja, hier drüben am Wasser auch alles voll. Jawohl. Das gefällt mir immer, wenn das schön grün ist. Das macht schon keinen schlechten. So. Ach, da oben ist auch noch eine. Ach nee, ich will die alle weg. Entleert euch doch endlich mal. Mann. Huch. Nicht am Strand. Ich denke, das reicht erstmal wieder. Macht auf jeden Fall schon mal mehr her, wenn es so ein bisschen grün ist. Auch hier, das finde ich halt sehr geil, wenn es links und rechts von der Autobahn immer schön grün ist.
Ja, hier drin müssten wir sie halt selber setzen. Machen wir einfach mal. Machen wir heute so eine kleine Beauty-Stadt-Folge. Sind ja genug Bäume da. Ich hoffe, das sieht dann nicht zu generisch aus, aber das müsste gehen. Oder? Ja, ach komm, das passt schon. Ist okay. So, wo waren wir hier oben? Da passt noch einer rein. Schade, dass man die halt nicht so ziehen kann. So, wir haben es gleich. Wir sind jetzt hier recht schon beim Forstgebiet. Gibt es eigentlich mittlerweile eine Mod, wo ich selber mit dem Auto durch die Stadt fahren kann? Es gibt ja eine Mod, wo man mit einem Heli oder mit einem Flugzeug rumfliegen kann. Das finde ich aber nicht so berauschend. Zumindest die mit dem Heli habe ich jetzt noch nicht probiert, aber mit dem Flugzeug hatte ich mal probiert. Das war auch noch die allererste Version damals, vor, weiß ich nicht, 2-3 Monaten. So, gut. Da haben wir's. Boah, nett, oder? Da möchte man doch gerne auf der Autobahn unterwegs sein. Dup, 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 dup. So. Fahren wir direkt mal mit. Das sieht schon nett aus. Ja, der fährt natürlich runter von der Autobahn. Das war so klar. Schön, da speichere ich direkt mal. Hier wird immer noch gestorben. Was habt ihr denn? Fehlt es einfach an Friedhöfen oder was? Hinten haben wir zum Beispiel gar keine. Können wir noch mal irgendwo ein paar platzieren. So. Was ist denn hier los? Wieso sterbt denn ihr? Doch nicht wegen dem bisschen Müll, oder? Das ist jetzt echt doof. Sterben die mir hier unten alle weg? Ist das echt wegen dem Müll? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ein Verstorbener muss abtransportiert werden. Vielleicht habe ich auch einfach bloß zu wenig Krematorien. Ich baue einfach mal ein paar hier hin. So. Kosten zwar einiges, 1400 oder so, ne 720 nur, okay. Ach komm, hier drüben ist der Friedhof, die paar Meter hättest du noch geschafft. Okay, eventuell wird es jetzt besser, ich wüsste sonst nicht, warum die, trinken kein verseuchtes Wasser, oder? Müssen halt echt nur abtransportiert werden und ich hoffe, die Krematorium, die machen das jetzt klar. Ich habe mir die eine Müllabfuhr hier oben wieder frei gegeben. Aber die anderen beiden 38%, 16%. Ich erhöhe jetzt mal die Geschwindigkeit.
dass die auf Null entleert wird, oder brauchen wir, weil ich dachte dann irgendwann, eigentlich reicht es auch, wenn wir genug Müllverbrennungsanlagen haben und gar nicht so viele Mülldeponien brauchen. Das ist anscheinend doch wichtiger, als ich dachte. Da kann ich aber die Zeit ganz schön erhöhen. Boah, Gott, ey, immer noch 14%. Okay, das gucken wir uns nicht die letzten paar Minuten an. Dann machen wir lieber was Sinnvolles. Wisst ihr was? Verdammt. Dann machen wir es einfach so. Ha. Baue ich hier unten ein paar Mülldeponien hin. Und eine schicke Brücke. Eben hier hinten können wir ja auch noch mal Forstwirtschaft bauen, sehe ich gerade. Geil, komme ich echt drunter durch. Super, hätte ich gar nicht gedacht. So, da geht da halt ein Bürogebäude weg. Dann hätten wir da aber wieder viele, die da was einholen. Die brauchen gar keinen Strom. Das ist ja nett. Ja, die klagen noch so ein bisschen hier hinten über mangelnde Arbeitskräfte, aber es kommen ja eigentlich neue dazu. Ich würde sagen, dann machen wir den Rest einfach voll, damit sie auch hier die ganzen Haltelinien der U-Bahn ein bisschen was zu tun haben. Ah ne, komm, das hier unten lassen wir. Das sähe sonst doof aus. So. Hatte mich schon gewundert, dass hier unten noch gar nichts war, aber stimmt, das hatte ich auch einfach nur noch nicht ausgewiesen. Oh genau, ich glaube, wir wollten irgendwann mal noch Frachthäfen bauen. Könnte man sich irgendwo, oder liegt es daran, dass wir zu viel exportieren, dass die hier nichts zum Verkauf überhaben? Das könnte man noch irgendwo sehen, wie viel man exportiert. Das war... das? Freizeit? Ach so. Gewerbegebiet ist nicht so zufrieden. Aha, Wind. Verschmutzung. Nanu. Geil. Wird schön mehr. Die fahren alle mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Ich könnte doch irgendwo sehen, was ich an Exporten habe. Ah, hier, genau. Wir exportieren halt eine ganze Menge. Vor allem von der Forstwirtschaft und vom Öl. Waren exportieren wir eigentlich gar nicht. Tourismus. Ja, da sind wir natürlich unten dicke da mit dem Tourismus. Importieren. Wir importieren viele Waren. Ich finde es geil, wenn das hier an den Frachthäfen stehen würde, wie viel da jeweils importiert und exportiert wird. Was ist hier los? Nicht genügend Käufer für Produkte. Ja, dann exportiert es halt. Ist gerade so ein bisschen Stillstand eingetreten.
hier unten einfach mal so eine Müllkolonie hin. Können die sich hier unten gegenseitig den Müll zuschieben. Vielleicht entleert das die anderen hier oben ein bisschen schneller. Wo sind sie denn hier? 10% und du hier hast 34%. Ich möchte eigentlich noch... Wollte ich noch die Straße hier unten zu Ende bauen. Immer noch in der Hoffnung, dass das alles was bringt. Ja, mülltechnisch müsste das hier alles noch... Oh, wartet mal. Ey, na eben, können wir da nicht hier einfach den Tunnel mit nutzen? Ist das Tunnel, was ich jetzt baue? Ja. Genau, super. Da geht das hier in den Tunnel rein. Da können die da auch direkt hindurchfahren. Und dann kommen die hier... Irgendwo kommen sie raus. Hier unten kommen sie raus. Genau, da kommen die Müllwagen raus. Können dann hier auch den Müll abholen. Ich hoffe, das haut dann alles ein bisschen besser hin. Wie sieht es mit den Gebäuden aus? Stufe 4. Die hier hinten. Stufe... Oh, fast Stufe 5. Auch fast Stufe 5. Na, da machen wir doch ein bisschen was richtig. Touristen kommen hier auch hinzu. Wunderbar. Da bedanke ich mich erstmal wieder fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.